wir werden zum Teil in den Medien dargestellt als Umweltzerstörer, als Bienenmörder. Wenn du Pflanzenschutzmittel ausbringst, du bist eigentlich nur noch der Böhli-Mann. Ich bin in einem Dilemma und ich glaube, die meisten Bauern sind in einem Dilemma. Studien sind gemacht worden, dass die Fruchtbarkeit der Männer sei viel schlechter, wenn man Pestizide spritzt. Also jetzt sollte man auch noch die Schuld sein. Ich spritze seit 40 Jahren Pflanzenschutzmittel. Ich habe auch 3 Kinder und ist alles okay. Also. Wenn du früher noch angefangen hast, weißt du, wie viel Giftklasse 2 und 1 es hier gab? Ja. Und der Kopf drauf, da weiss ich noch als Bub. Ja. Da haben wir alles nicht mehr. Das ist eigentlich Zuckerwasser, das man heute hat. Ja, ist wahr. Ich glaube, die Massenproduktion von Lebensmitteln hat mich krank gemacht. Die Agrochemie ist Teil davon. Ich träume von einer Welt, in der man essen kann, ohne sich zu vergiften. Bei den 70er, 80er, 90er Jahren ist in dem Sinn halt schon gesündigt worden, aber man hat es auch nicht gewusst. Man hätte eigentlich schon früher mal können sagen, dass der Stoff nicht unproblematisch ist. Wann früher ungefähr? Ich meine, in den 80er, 90er Jahren hätte man das eigentlich schon mal können realisieren. Das, für einen Chemiker ist es eigentlich klar, aber primär ist das natürlich eine Aufgabe der Zulassungsstelle. Aber dann haben die Zulassungsbehörden klar versagt. Es sind sicher Fehler passiert. Ich mache diesen Film zu Pestiziden und habe gedacht, ich starte mal bei mir selbst. Sie sind Toxikologe. Macht es Sinn, wenn ich da meine Belastung teste? Also ganz bestimmt, weil wir wissen ja, dass Pestizide bei fast jedem eigentlich vorhanden sind. Und kann das auch eine Gefahr sein, wenn Sie sagen, Pestizide sind überall? Das kann durchaus sein, dass man durchaus auch mit relativ geringen Belastungen, wenn man sie halt über einen langen Zeitraum immer wieder hat, durchaus Probleme bekommen kann. Ja, der Konsument muss sich natürlich schon auch bewusst sein, es ist keine heilige Landwirtschaft, so wie es zum Teil bei den Werbungen dargestellt wird von den Grossverteilern. Pestizide sind eine Realität. Auch im biologischen Anbau werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Natürlich viel weniger und es sind biologische Mittel. Wir sind auf einem Rapsfeld. Hier werden Pestizide eingesetzt, die sehr schädlich für die Umwelt sind. Da haben wir ihn schon. Wer ist jetzt das? Ja. Das ist der Stängelrüssler. Der ist jetzt in den letzten Wochen zugeflogen. Und legt eigentlich in den Stängel hinein Teier. Und das hat zur Folge, dass nachher der Stängel platzt. Und dann reden wir von einem Ertragsverlust von 20, 30 bis vielleicht sogar 40%. Erst wenn viele Schädlinge auftreten, darf ein Bauer Pestizid spritzen. Hier sieht man jetzt schön den Einstich, wie es hier noch raustropft. Wäre er Biobauer, könnte Michael Frauenfelder den Stängelrüssler nicht bekämpfen. Sein Ertrag würde schwanken und damit auch sein Lohn. Viel einfacher geht es mit synthetischen Pestiziden. Es ist für uns eine Versicherung, dass wir einen Ertrag haben. Ein sicherer Ertrag. Zu einem hohen Preis. Heute spritzen wir das Talstar, das ist das Pyrethroid gegen den Stängelrüssler. Also ich glaube, das ist vermutlich krebsschädigend und das ist sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. Genau, also ist natürlich nicht einfach unbedenkenlos zum Einsetzen. Es geht nicht nur um die Wassertiere, es geht auch um andere Insekten, die auf dem Feld sind. Also wir tun ja mal
primär den Stängelrüssler bekämpfen. Es würde aber wahrscheinlich auch noch andere Insekten treffen ab dem Mittel. Das ist ganz klar. Hat man denn da wie ein schlechtes Gewissen, jetzt, wenn man das einsetzt? Ja, es ist jetzt nicht, dass ich da in eine Selbstfindungsphase komme, bevor ich spritzen gehe. Aber ja, man geht einfach aufs Feld und okay, wir haben das. Und wenn ich es nicht spritze, dann habe ich einfach so einen Ertragsverlust, dass ich die Kultur genauso gut nicht hätte machen können, oder? Rund 60 Kilometer entfernt. Ein Bach, stellvertretend für viele inmitten intensiver Landwirtschaft. Der Eschelisbach ist noch ziemlich pestizidbelastet. Also ich glaube, man hat fast 90 verschiedene Pestizide gefunden. Werte sind ja schon auch teilweise ziemlich überschritten. Ja, das hat man leider festgestellt. Ja. 2014 der Schock. Massenhaft tote Bachflohkrebse und Köcherfliegenlarven. Wegen Pestiziden. Ein Teil des Bachs tot. Im letzten Jahrzehnt ist die Fangquote von Bachforellen schweizweit um 40% geschrumpft. Durch den Klimawandel steigen die Wassertemperaturen. Und je wärmer der Bach, desto stärker werden Fische durch Pestizide geschädigt, sagt Biologin Inge Werner. Die Fische, die bei 15 Grad die Pestizide abbekommen haben, haben also wesentlich stärker negativ reagiert als die Fische, die jetzt bei 12 Grad zum Beispiel den Pestiziden ausgesetzt waren, indem sie zum Schwimmen mehr Energie gebraucht haben. Das sind Effekte, die sich langfristig dann doch auswirken auf den Fisch, dass er schlechtere Überlebenschancen hat. Für Kleintiere im Bach sind die Pestizide, die auch im Raps gespritzt werden, am gefährlichsten. Es sind Pyrethroide, Nervengifte. Das können sich viele gar nicht vorstellen, wie wenig es braucht, ja, um so ein Tierchen zu schädigen. Wir sind im Gramm pro Liter Bereich und wenn Sie da an die neunte Stelle hinterm Komma gehen, dann sind Sie in dem Nanogrammbereich, Nanogramm pro Liter, und das reicht schon, um Schädigungen zu verursachen. Und deshalb muss man also wirklich sagen, jeder Tropfen zählt. Also neben dem Bach machen wir keinen Raps mehr. Ich habe eine Antitriftdüse drauf, ich habe eine Innenreinigung drauf, ich schaue, dass es nicht windet, dass ich eigentlich aus meiner Sicht alles richtig mache. Die Auflagen sind streng. Aber eine Untersuchung des WWF vor 4 Jahren im St. Galler Rheintal zeigte, 20% der Bauern hielten den Abstand zu Gewässern nicht ein. Der Bund hat ein Bienengift verboten. Es lag direkt auf den Rapssamen, musste also nicht gespritzt werden. Ersetzt wurde das Bienengift durch Pyrethroide. Jetzt, wenn ich so breitflächig muss gegen den Rapserdflug spritzen, ja. Dann verwünsche ich auch die neben dem Raps sind, Nützling sowie Schädling. Viele, die hier unten keucht und fleucht, kennen wir auch nicht. Aber denen hauen wir natürlich so auch eins auf den Deckel. Also hat man den Teufel mit dem Beelzebub austrieben? Man kann man ziemlich genau so eigentlich beschreiben. Und ja, man könnte... Wie ist denn das für Sie? Emotional. Ja, eben, es ist einfach keine, also es ist in dem Sinn keine Lösung, die wir hier haben. Das ist definitiv so. Die Forscherinnen untersuchen Leber und Hirne der Bachforellen auch auf Pyrethroide. Wenn ihre Nerven nicht die Impulse richtig weiterleiten, dann passiert Desorientierung. Die Organismen können sich nicht mehr richtig bewegen, sie sind unkoordiniert. Und irgendwann sterben sie dann. Ja. Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind, warum wir so viel Raps anbauen müssen in der Schweiz. Ist einfach wert, dass man die Umwelt so belastet
um diesen Raps zu kriegen. Schweizer Rapsöl wird speziell beworben, im Gegensatz zu Sonnenblumenöl. Dabei können Sonnenblumen praktisch ohne Pestizide angebaut werden. Rund um den mit Pestizid belasteten Eschelisbach stehen auch viele Obstkulturen. Bedroht durch 10 verschiedene Schädlinge, dazu Pilz- und Bakterienkrankheiten. Roland Kreis arbeitet für den grössten Thurgauer Apfelproduzenten. Was für Pestizide brauchen wir jetzt heute? Wir brauchen heute SSA, Slick, das Kontaktfungizid, Kaptan. Also wie viele verschiedene Mittel denn? Das sind 2, 4, 6, 7 verschiedene Mittel. 7 Mittel für eine Spritzung? Ja, da kommen jetzt noch mehr, kommen eben noch Blattdünger dazu, da kommen Bioaktivator dazu und Insektizide. Es sind 4 Pestizide. 3 davon schützen die Apfelbäume vor den Pilzkrankheiten Schorf und Mehltau. Wie viele Spritzungen braucht es, bis ein Apfel reif ist für die Ernte? Das sind ungefähr 18 bis 20 Spritzungen. Ging es nicht mit etwas weniger? Mit weniger? Dann müssen wir Schorf in Kauf nehmen oder Mehltau in Kauf nehmen. Und da wollen wir nicht. Da also wir Pilz? Nicht. Pilzkrankheiten, vor allem für Pilzkrankheiten und auch Lagerkrankheiten. Weil unsere Äpfel die müssen zum Teil ein Jahr überdauern. Das heisst, die müssen heben am Lager. Haben wir dann zu hohe Qualitätsanforderungen? Sicher das auch. Wäre er Biobauer, würde Roland Kreis die Äpfel rund doppelt so oft spritzen, weil die Mittel weniger regenfest sind. Zwar sind sie weniger schädlich, aber er müsste mehr Traktor fahren und würde mehr Diesel verbrauchen. Ist das der Giftschrank im Giftschrank? Richtig. Das ist also aus Sicherheitsgründen, haben wir hier das Insektizid. Ich sage mir auch nicht Gift, ist ein Insektizid, weil das ist ein bisschen humaner von mir aus gesehen. Weiß es nicht. Aber das, was wir hier nehmen, das ist ein Bienengift. Das ist ein Bienengift. Darum spritzen wir auch bloß. Es muss abblühen jetzt sein, wenn man jetzt den Sechen hat. Man spritzt dann nicht, wenn die Bienen da noch essen. Aber eben, wenn man die Zeichen anschaut, also gibt Ihnen das zu denken, dass das sehr giftig ist für Wasserorganismen und sogar das Kind im Mutterleib kann schädigen? Das müssen Sie natürlich sicherheitshalber machen. Drauf. Also, die gebe ich jetzt wirklich. Mal, muss man beachten. Und wir tun als Obstbauern sind wir die Letzten, die möchten, irgendwo so etwas in die Welt setzen, dass man da zurückführen kann auf die Obstbauern. Und die Mittel kann man auch bloß eine gewisse Zeit. Aber ich meine, gibt Ihnen das zu denken? Oder nicht, also ist das einfach normal? Ja, wenn, ich glaube, auf das Spülmittel von der Hausfrau, wenn man dort drauf schaut, können Sie die gleichen Zeichen drauf sein. Sehr giftig für Wasserlebewesen und kann nein, das Kind jetzt nicht. Im Mutter. Ja, also ich werde auch vorsichtig mit so Sachen umzustehen haben, für, wenn man es da. Ja, gut, man muss ja dann nicht trinken. Das Bienengift ist unterdessen verboten. Roland Kreis hat vor 45 Jahren als Obstbauer begonnen. Damals hat man Händchen und eine Chance vorne ab. So ist es nicht. Die Angst vor Krankheiten, Langfristschäden? Habe ich nicht, weil ich fühle mich noch gesund und nicht mehr wie 20, aber ja. Es gibt eben Studien, die sagen, dass wenn ein Bauer, egal welches Pestizid, ja, über eine längere Zeit einsetzt, dann hat er ein 50% höheres Parkinson-Risiko. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich kenne jetzt irgendeinen Bauer, der mit. Das kommt aber darauf an. Also wenn einer mit 85 ist, dann irgendwann noch etwas, dann muss ich noch sterben. Aber ich habe jetzt auch keine Angst. Ja.
Dieser Cocktail wird auf die Apfelbäume gespritzt. Der Handel befiehlt. Und wir als Konsumentinnen und Konsumenten. Ist ein Apfel nicht perfekt, verliert der Bauer zwei Drittel der Einnahmen. Zweitklasse. Erstklasse, der ist voll ausgebildet, hat eine schöne rote Farbe. Und da haben wir eher einen Tetsch drin. Und er ist auch leicht grünlich. Das aber es braucht wahnsinnig wenig, also für so einen Klassenwechsel. Es braucht sehr wenig. Also ist der Handel da innen streng? Der Handel ist sicher streng. Also ist strenger geworden gegenüber früher, das ist ganz sicher. Und wie viele Pestizidrückstände sind im geernteten Apfel? Die Liste, das ist die Stempelregelung, nach dem gehen wir damit am Schluss bei der Ernte die Rückstände nicht mehr erhebbar sind. Also nur noch vier Wirkstoffe sind dann drauf. Aber nicht, müssen nicht vier sein. Es können auch bloß eine sein oder zwei aber sein. Aber einfach nicht mehr wie vier. Nicht mehr wie vier. Also, das heisst, da sieht man ganz genau, wenn man was spritzen darf. Richtig. Die Mittel, die grüne Liste, die sind absolut unbedenklich bis drei Wochen vor der Ernte. Und die, die rot sind, da muss man bereits schon bei den Blüten aufhören, nach den Blüten aufhören spritzen. Von wem kommt das? Das kommt von Pflanzenschutzberater in Kombination mit dem Lagerhalter Tobi. Ist denn der Rat sehr wichtig jetzt von der Pestizidhersteller für euch? Ja, sicher. Mhm. Weil auf die müssen wir ja abstützen. Die Behörden bestimmen, wie viel Gift in einem Apfel sein darf, dass wir nicht geschädigt werden. Der Apfel ist aber nur ein kleiner Teil unserer Nahrung. Was heißt das für unsere Gesundheit? Seit dieser Recherche habe ich mehrheitlich auf Bio umgestellt. Hallo Frau Bauer. Ja, wir haben von Ihnen ja eine Urinprobe erhalten. Von diesen 8 Parametern, die wir bei Ihnen untersucht haben, haben wir tatsächlich halt auch 4 von diesen Parametern positiv nachweisen können. Man kann sagen, gut, durchaus um den Faktor 10 geringer als das, was den oberen Bereich der allgemeinen Bevölkerung ausmacht. Also durchaus wirklich eine sehr moderate Belastung. Und heißt das jetzt, dass das nicht schädlich ist? Oder was sagt mein Wert über die Schädigung aus? Das Vergleichen halt mit der allgemeinen Bevölkerung gibt halt nur wieder halt, wo sie statistisch liegen. Das ist keine Größenordnung, die man verwenden kann, um toxikologisch zu beurteilen. Dies, weil es noch zu wenig Daten gibt, wie sich Pestizide im Menschen verhalten. Und bei der Zulassung untersuchen die Behörden nur ein einzelnes Pestizid statt des Cocktails, den wir zu uns nehmen. Gerade diese Mischbelastung ist durchaus ein Thema. Und da sind wir auch noch ganz am Anfang. Wie jetzt, selbst wenn wir jetzt für die verschiedenen Stoffe Grenzwerte haben, wissen wir noch in vielen Fällen noch gar nicht, wie sie dann miteinander wirken, also ob sie sich potenzieren oder ob sie sich addieren. All diese Aspekte sind oftmals gar nicht so gut untersucht. Also ist das Ganze ein bisschen eine Blackbox, diese Pestizidzulassung? Das gilt durchaus. Blackbox-Pestizidzulassung. Im Keller des Bundesamts für Landwirtschaft lagern über 1000 Ordner. Es sind Sicherheitsstudien, finanziert und in Auftrag gegeben von Pestizidherstellern. Rund 175 Gesuche werden jährlich eingereicht. Am aufwendigsten sind Gesuche für neue Wirkstoffe. Bis zu 80 Bundesordner, mit rund 70.000 Seiten an Daten pro Gesuch, wie einer der Hersteller sagt. Gerade mal 5,2 Vollzeitstellen prüfen die Studien auf Risiken für die Menschen. Das vergleichbare Österreich beschäftigt doppelt so viele Toxikologen. Man sei überfordert, sagte mir eine Quelle aus dem Innern des Bundesamts. Die Giftstudien sind vertraulich. Geschäftsgeheimnis der Pestizidhersteller. Nur die Behörden haben den vollen Einblick. Und auch ihre Berichte sind geheim. Das Bundesamt für Landwirtschaft. Seit Anfang Jahr nicht mehr zuständig für die Zulassung von Pestiziden. Zu große Nähe zu den Interessen der Bauern, befand der Bundesrat.
Er transferierte die Verantwortung zum Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Und hier will niemand ein Interview vor der Kamera geben. Trotz mehrmaliger Nachfrage und trotz des Verweises auf das grosse öffentliche Interesse. Dabei wurde den Behörden in einem Bericht der KPMG 2019 mangelnde Transparenz vorgeworfen. Deutschland und Frankreich veröffentlichen ihre Berichte zu Pestiziden seit Jahren. Warum tut das die Schweiz nicht? Per Mail schreibt das Bundesamt, es gäbe keine rechtliche Grundlage. Die dafür benötigten Ressourcen sind daher nicht vorhanden. Dabei könnte die Behörde selbst Änderungen anregen. Interne Protokolle zeigen nämlich, schon 2017 wollten einige Beamte Pestizidberichte der Bevölkerung zugänglich machen. Ein wichtiger Punkt gemäß ist das fehlende Vertrauen in die Behörden. Jemand anders aber meinte, dass das zu Diskussionen mit der Industrie führen würde. Diese Dokumente habe ich dank dem Öffentlichkeitsgesetz herausverlangen können. Und was sagt die Zulassungsstelle zum Risiko von Pestizidcocktails? In der Mail schreibt sie: Gemäß den verfügbaren wissenschaftlichen Daten gibt es momentan keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung durch Cocktail-Effekte. Die Beamten verweisen auf zwei EU-Studien. Diese besagen, dass Pestizidcocktails weder schädlich sind für die Schilddrüse noch fürs Nervensystem. Allerdings mit unterschiedlichem Grad an Sicherheit. Auswirkungen auf andere Organe oder aufs Immunsystem aber sind unbekannt. Kein Grund für eine generelle Entwarnung, sagten mir drei Toxikologen. Ich denke mir, wenn man halt eine Mischung hat von 100 verschiedenen Stoffen dann, und man halt letztendlich bei allen Stoffen letztendlich den Grenzwert ausschöpft, dann kommt man natürlich ganz klar in die Größenordnung, wo Effekte auftreten. Also von daher wundert mich diese Aussage durchaus. Wofür haben wir den Staat? Wir haben den Staat, der die Pestizide reguliert, und dann könnte man ja einfach sagen, ich kann essen, was ich will. Ja. Wir haben ja die Behörden, die machen. Das Problem ist, dass der Staat mehrere Schutzziele halt betrachten muss. Zum einen das Schutzziel der Gesundheit der Bevölkerung und zum anderen das Schutzziel der Ernährbarkeit der Bevölkerung, also dass genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Der Staat ist im Dilemma und er ist nicht einfach nur auf unserer Seite. Ja. Ja. Wie stark ist die Bevölkerung mit Pestiziden und anderen Chemikalien belastet? Die Behörden wissen es nicht. Eine Pilotstudie läuft. Im EU-Vergleich liegen wir um Jahre zurück. Es gibt Zeiten, in denen ich die Gartenarbeit nicht machen kann. Ich spüre meine Finger dann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Felix Dochsa, 69. In den 1980er und 90er Jahren war er Bauer und spritzte Pestizide. Davor hatte er in einer Salzmine gearbeitet und einmal im Jahr mit giftigen Stoffen hantiert. «2012 die Diagnose. Parkinson. Was denken Sie, ist der Grund Ihrer Krankheit?» «Parkinson. Chemische Produkte. Ob Pestizide schuld sind, weiß ich nicht. Aber diese Mittel haben schon ihre Wirkung.» «Mais les produits chimiques liés à l'agriculture.» Zwar gibt es keinen direkten Beweis, dass man wegen einem bestimmten Pestizid krank wird, aber wenn ich an den Cocktail denke, dem ich ausgesetzt war. Und in Frankreich ist Parkinson eine anerkannte Berufskrankheit bei Bauern. Die Schweiz aber hat keine Gesundheitsdaten zu Bauern. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verweist auf ausländische Studien. Wer beruflich irgendeinem Pestizid ausgesetzt ist, habe ein mindestens 50% höheres Risiko, an Parkinson zu erkranken. Schon als Jugendlicher half Felix Dochsa seinem Vater beim Ausbringen von Pestiziden.
in den 1960er Jahren. Ich habe meinem Vater geholfen, indem ich den Traktor fuhr. Er saß hinten mit einer Art Lanze, mit der er spritzte. Ich war vorne und steuerte den Traktor. Praktisch ungeschützt hätten sie das längst verbotene Pestizid Paraquat verspritzt. Paraquat steht im Verdacht, das Risiko einer Parkinson-Erkrankung zu erhöhen. Vielleicht habe sie schon als Kind vergiftet. Haben Sie mal mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Ja, aber ich habe meinen Vater und meine Mutter im Gespräch unterbrochen und ihnen gesagt, ihr seid nicht verantwortlich. Ich sagte, den Schuldigen muss man nicht bei euch suchen. Wer ist verantwortlich? Die Agrochemie und die Behörden? Auf jeden Fall. Mit der freundlichen Unterstützung und dem Segen der Detailhändler. Felix Dochsa, der einzige Bauer, der bereit war, vor der Kamera über seine Krankheit zu sprechen. In der Deutschschweiz habe ich drei andere an Parkinson erkrankte Bauern angefragt. Keiner wollte darüber reden. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Der Bauer auf den Handel, der Handel auf den Konsumenten, der Konsument auf die Agrochemie auf die Behörden. Die Bundesbehörden bewilligen die Pestizide. Es ist an ihnen, Auflagen zu verfügen, dass die Gifte keinen Schaden anrichten. SRF 1. Jetzt verbietet die Schweiz das Pilzvernichtungsmittel Chlorothalonil. Chlorothalonil. Der Stoff kann aber eine gewisse Konzentration krebserregend wirken. Verunreinigt mit Pestiziden. In der Schweiz muss das Trinkwasser für 1 Million Menschen neu aufbereitet werden. Okay. Das hat allgemein bei uns, auch wenn ich mit Berufskollegen rede, hat natürlich schon Fragezeichen aufgerufen. Die Fungizidrückstände im Grundwasser rein. Wir spritzen das seit 40 Jahren, jetzt plus minus oder mehr. Entschuldigung, hat das nie jemand überprüft? Also das hat uns Bauern natürlich dann schon betroffen. Also das Chlorothalonil, ja? Genau. Kantonschemiker wie Kurt Seiler kontrollieren das Grundwasser auf Abbauprodukte von Pestiziden. Sie sind dafür verantwortlich, dass unser Trinkwasser einwandfrei ist. Wieso haben Sie nicht Alarm geschlagen in den letzten Dutzenden von Jahren? Also das Problem sind die Abbauprodukte von Chlorothalonil. Und wir haben gar nicht gewusst, dass die gibt. Und wir haben nicht gewusst, was fürchtig es gibt. Weil diese Information die hat nur die Zulassungsstelle, respektive der Pestizidhersteller. Vor 10 Jahren hat Kurt Seiler darum den Bund geschrieben. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz verlangte er Auskunft über die Abbauprodukte von heiklen Pestiziden. Und was war die Antwort? Die Antwort war, der Aufwand sei zu gross, uns das zur Verfügung zu stellen. Die Dossiers seien zu umfangreich. Das sei nicht möglich. Unter anderem auch aufgrund des Geschäftsgeheimnisses der Pestizidhersteller. Was war Ihr Gefühl, als Sie das Schreiben vom Bundesamt für Landwirtschaft in der Hand hatten? Ohnmacht. Wir haben den Auftrag, das zu kontrollieren in der Umwelt. Also da darf es kein Geschäftsgeheimnis geben, aus meiner Sicht. Also letztlich ist das Zögern auf Kosten von der Belastung in der Bevölkerung gegangen. Was sagt die Zulassungsstelle zu dieser Kritik? Nichts. Auch auf Nachfrage nicht. Sie schreibt nur, im Verhältnis Bund und Kantone sei nicht das Öffentlichkeitsgesetz maßgeblich, sondern es gelten besondere Regelungen. Besondere Regelungen? Staatsrechtler sagen, es gilt die Bundesverfassung und der Grundsatz? Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und arbeiten zusammen. Sie schulden einander Rücksicht und Beistand. Es war ein Durchkampf um Informationen. Jetzt
10 Jahre lang. Ja. Das erste Pestizid mit dem Wirkstoff Chlorothalonil, zugelassen 1970. Zwei Jahre bevor Pestizide schweizweit überhaupt reguliert wurden. Der Bund hatte damals noch keine Toxikologen und zog externe Spezialisten bei. Er habe Pestizidstudien gratis in seiner Freizeit für den Bund beurteilt, sagt Christian Schlatter. Damals tätig beim Toxikologischen Institut der ETH und Uni Zürich. Pro Stoff habe er rund 10 Stunden gebraucht. Erst 1982 stellte der Bund einen Toxikologen an, um Schlatter zu unterstützen. Schlatter sagte damals, bei zugelassenen Pestiziden bestehe keine Krebsgefahr. Pflanzenschutzmittel, die Krebs erzeugen könnten, werden gar nicht zugelassen. Die werden vorher durch intensive Untersuchungen am Modellsystem und auch im Tierexperiment auf ihre Krebswirksamkeit abgeklärt. Und wenn sie positiv sein sollten, dann kommen die gar nicht auf den Markt. Im Fall von Chlorothalonil aber wies schon damals eine Studie auf die Krebsgefahr hin. 1978 schrieb das amerikanische Krebsforschungsinstitut: Chlorothalonil war krebserregend in Rattenversuchen. Die Ratten entwickelten Nierentumore. Schon 40 Jahre vor dem Verbot schrieb das Institut, Chlorothalonil sei ein potenzielles Risiko für den Menschen. Damals aber reichte das nicht aus, um ein Pestizid zu verbieten. Vergleichbar mit der Gefahr durch einen Hai, der in großer Distanz zum Menschen schwimmt. Erst bei einem Risiko, erst wenn der Hai direkt auf einen Menschen zuschwimmt und der Mensch gefressen werden könnte, wurde ein Pestizid verboten. Seit 2011 aber gelten strengere Regeln in der EU und der Schweiz. Jetzt reicht die Gefahr, dass ein Hai anwesend ist, unabhängig von der Distanz, um ein Pestizid zu verbieten. Das heißt, es wird verboten, wenn es als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird. Seit dem Paradigmawechsel wurde Chlorothalonil erst 2016 überprüft und erst 2019 verboten. Herstellerin Syngenta hat gegen das Verbot geklagt. Sie wehrt sich gegen die Einstufung wahrscheinlich krebserregend. Gibt es weitere heikle Pestizide im Trinkwasser? Das wird jetzt abgeklärt. Der Bund publiziert unterdessen einen Teil der Pestizidabbaustoffe. Aufgrund des Drucks der Kantone. Auch die Politik macht Druck. Das Pestizidrisiko muss bis in 5 Jahren halbiert werden. Im Vergleich zur Situation vor 10 Jahren. Warum ist aber überhaupt so viel Pestizid im Bach? Die Zulassungsstelle müsse das Gift doch so regulieren, dass es keinen Schaden anrichtet. Die Antwort verblüfft. Die Behörden berücksichtigen zwei wichtige Eintragswege für Pestizide in Gewässer bei der Zulassung nicht. In der Nähe der Felder stehen schweizweit über 1 Million Schächte. Wenn es nach dem Spritzen regnet, werden Pestizidrückstände über Leitungen und Entwässerungsrohre in Bäche geschwemmt. Rund ein Drittel der Pestizidmenge im Bach stammt von diesen zwei Eintragswegen. Man sei daran, Maßnahmen dagegen abzuklären, heißt es beim Bund. Das meiste Gift im Gewässer aber stammt vom Bauernhof. Einige Bauern wuschen ihre Spritzen früher auf dem Hofplatz, ohne Pestizidrückstände aufzufangen. Das Gift kam so via Schächte ins Gewässer. Roland Kreis Firma hat darum vor 3 Jahren einen unterirdischen Auffangtank gebaut. Habt ihr gewusst, dass das ein Problem ist, die Geschichte? Nicht unbedingt, nein. Da hat man zu wenig, dem hat man zu wenig Beachtung geschenkt oder einfach auch Kenntnis nicht gehabt. Ihr habt es nicht gewusst vorher? Nein. Aber das Bundesamt für Umwelt hat 2013 schon Vollzugsrichtlinien gegeben, wie man das machen soll. Dort schon geschrieben, ihr braucht den Auffangbahnen. Das ist natürlich, da wissen wir, was das kostet. Das hat uns etwa 15'000 Franken gekostet. Das kann man nicht von einem Jahr aufs andere. Man kann es schon machen, aber das sind die Vorschriften sind eben in der Zeit gekommen. Und man soll doch auch ein bisschen eins nach dem anderen machen. Nicht?
mit dem Holzhammer irgendwie etwas rein. Gut, wir haben das Gewässerschutzgesetz seit den 1990er Jahren und dort steht drin, es darf kein fremder Stoff, der gefährlich sein kann, in ein Gewässer kommen, direkt oder indirekt. Da schauen wir auch. Erst vor zwei Jahren haben die ersten Kantone begonnen, die Waschplätze der Bauern zu kontrollieren. Zu unserer Entschuldigung, man hat halt keinen Druck gehabt, das stimmt schon, oder? Und jeder hat selber geschaut, wie gut dass er seine Spritze wäscht oder wo er sie wäscht. Das stimmt schon. Warum aber kommt der Druck erst jetzt? Seit 30 Jahren steht im Gesetz, dass keine verunreinigenden Stoffe in Gewässer gelangen dürfen. Die Sensibilität, dass das eben einen bedeutenden Eintrag leistet, die war zweifelsohne nicht da. Aber das BAFU hat schon 2013 zusammen mit dem Bundesamt für Landwirtschaft eine Vollzugshilfe herausgegeben, wo ein Punkt war, ihr müsst die Waschplätze anschauen und sanieren. Okay. Sagt Ihnen jetzt gerade nichts? Nein. Also, dort ist einfach, oder jetzt im Nachhinein kann man sich ja fragen, wir haben das Gewässerschutzgesetz seit 1992. Wenn das jetzt viele Kantone gar nicht angeschaut haben bis jetzt, dann ist das ja wie nicht vollzogen worden, das Gesetz. Also, im Gewässerschutzrecht gibt es so viele Bestimmungen. Sie haben beschränkte Ressourcen. Also, man hätte sicher mehr Aufmerksamkeit an punktuellen Einträgen schenken. Ich denke, das kann man schon sagen. Das ist die Liste der Pestizide, die 1989 bewilligt waren, als ich für die Migros produziert habe. Zwei Drittel dieser Pestizide sind heute verboten. Zu gefährlich für die Umwelt und die Menschen. Auch das Nervengift Chlorpyrifos. Es dauerte aber mehr als ein halbes Jahrhundert, bis die Behörden das Gift verboten haben. Das erste Pestizid mit Chlorpyrifos wurde 1976 provisorisch zugelassen. Aufgrund von welchen Studien? Die Zulassungsstelle weiß es nicht. Erst 20 Jahre später, erst in den 1990er Jahren, wurde an jungen Ratten untersucht, wie das Gift auf die Gehirnentwicklung von Embryos wirkt. Die amerikanische Herstellerfirma Dow AgroSciences fasste die Resultate der Studie zusammen. Chlorpyrifos schädigt die Gehirnentwicklung von Ratten nicht. Das heißt, keine Gefahr für den Menschen. 10 Jahre später aber ist alles anders. Wissenschaftler warnen in mehreren Studien vor Gehirnanomalien bei Kindern. Die EU bezweifelt die Aussagekraft dieser Studien zunächst. Und so dauert es weitere 8 Jahre, bis sie das Nervengift 2020 verbietet. Auch wegen der Erkenntnisse eines deutschen Chemikers, der in Schweden lebt. Auf dem Weg zu ihm frage ich mich, brauchte es wirklich ein halbes Jahrhundert, um herauszufinden, dass Chlorpyrifos Kinder schädigen kann? Nein, sagt Axel Mie. Hallo, Herr Mie. Er schaffte es, an die geheime Studie von Chlorpyrifos heranzukommen. Ja, was haben Sie denn herausgefunden? Der Pestizidhersteller hat eine falsche Zusammenfassung der Zulassungsstudie an die Behörden eingereicht. Ich habe anhand der Rohdaten herausgefunden, dass die Entwicklung der Gehirne der Rattenjungen beschädigt ist, und zwar schon bei der kleinsten getesteten Dosis Chlorpyrifos. Das geht aber nicht aus dem Testbericht hervor und auch nicht aus der Zusammenfassung des Herstellers. Das heißt, schon die kleinste Menge Chlorpyrifos kann Kinder schädigen. Erinnern Sie sich noch, was Ihr erster Gedanke war, als Sie das herausgefunden haben? Ich erinnere mich dran. Ich saß in meinem Büro und war schon ziemlich geschockt. Das heißt, Chlorpyrifos hätte damals 1998 gar nicht zugelassen werden dürfen? Ganz genau. Entweder hätte es 1998 verboten werden müssen oder der Gebrauch hätte stark eingeschränkt werden müssen. Und warum haben das die Zulassungsbehörden nicht gemerkt?
ich kann mir vorstellen, dass Sie sich nicht die Zeit genommen haben, diese 800 Seiten oder 900 Seiten ganz durchzulesen. Sie hätten bis auf Seite 664 lesen müssen und dann die entsprechenden statistischen Analysen machen müssen. Und dann hätten Sie den Effekt gefunden, den ich auch identifiziert habe. Ein Insider der Schweizer Behörden bestätigt, wenn die Zeit dränge, lese man nur die Zusammenfassungen der Hersteller statt der detaillierten Studien. Die Preisfrage ist jetzt natürlich, ist das ein trauriger Einzelfall oder nur die Spitze des Eisbergs? Ich denke, es ist kein Einzelfall. Der Hersteller hat immer ein Interesse daran, dass die eigenen Produkte als sicher dastehen, damit sie so viel wie möglich davon verkaufen können. Das heißt eben, das Zulassungssystem, das kann so heute nicht sicher verhindern, dass wir geschädigt werden. Korrekt. Und das ist doch schockierend. Das ist schockierend. Was sagt die Zulassungsstelle zu diesem Vorwurf? Nichts Konkretes. Auf Bitte um Präzisierung nochmals derselbe Wortlaut. Pflanzenschutzmittel werden nur zugelassen, wenn sie die Kriterien der Pflanzenschutzmittelverordnung erfüllen. Intern aber wird die Verordnung kritisiert. Der Gesundheitsschutz sei in Gefahr, heißt es in der neuen Zulassungsstelle. Dies, weil die Verordnung verändert wurde. Auf Antrag der alten Zulassungsstelle, dem Bundesamt für Landwirtschaft. Früher waren Pestizide nämlich nur befristet bewilligt. Gleich wie in der EU. Artikel 19 aber wurde 2019 gestrichen. Seither sind Pestizide für immer zugelassen. Zwar können Teilbereiche überprüft werden, aber dafür bekommen die Toxikologen keine vollständigen Datenpakete mehr. In internen Protokollen klagen sie, die Datenlage sei anders als in der EU zunehmend veraltet und bruchstückhaft. Die Aufgaben des Gesundheitsschutzes können nur mit vollständigen und transparenten Unterlagen erfolgen. Überprüfte Pestizide werden oft strenger reguliert. Im Vergleich zur Datenfülle der EU aber fühlen sich die Toxikologen im Blindflug. Sie wollen die Verordnung wieder verschärfen. Morgen miteinander. Das Nervengift Chlorpyrifos, das Kinder schädigen kann, aber ist verboten. Könnte man meinen. Ernst von der Lebensmittelkontrolle. Haben Sie irgendetwas Chili da? Trotz des Verbots kommt das Gift aber weiterhin in die Schweiz. Sie haben Chili aus Thailand. In jeder dritten Lebensmittelprobe aus Asien ist zu viel Pestizid. Zum Beispiel Chlorpyrifos. Oder andere Pestizide, die in der Schweiz verboten sind. Im Zürcher Kantonslabor leitet Andreas Schürmann die Pestizidanalyse. Er hat das Nervengift Chlorpyrifos 2020 in jeder siebten Probe gefunden. In 21 Proben war die Menge so hoch, dass das Lebensmittel gesundheitsschädigend war. Das heisst, Herr Schürmann, Sie würden schwangere Frauen abraten, dringend abraten, asiatisches Gemüse zu essen oder Früchte? Ja, da ist einfach die Gefahr, dass das Risiko zu gross sein könnte. Die neurotoxischen Effekte auf das ungeborene Kind sind dort das grösste Problem. Mit Stickstoff werden die Proben gefroren. Händler mit gesundheitsschädigender Ware werden nicht gesperrt. Andreas Schürmann fehlt die gesetzliche Grundlage. Fehlbare Händler könne er nur zwingen, ihre Ware vor dem Verkauf zu testen. Und er reicht Strafanzeige ein. Die Bußen aber seien gering, rund 2'000 Franken. Es ist natürlich, wenn man mit Herzblut dahinter ist und sieht, dass Sachen ein bisschen aus dem Ruder laufen, dann tut das natürlich weh. Wir haben eines der Probleme, die wir haben, wir hinken natürlich immer hinten rein. Wir übernehmen die EU-Recht und
wenn die EU etwas festlegt, tut die Schweiz das anschauen und dann später übernehmen. Also wir hinken natürlich dann immer hinten rein. Bei Chlorpyrifos dauerte es ein Jahr, bis die Schweiz die strengeren EU-Werte übernahm. So lange waren auch als gesundheitsschädigend geltende Lebensmittel im Umlauf. Bei toxikologisch begründeten Sachen muss man viel strenger sein, viel schneller sein und die Übergangsfristen gar nicht oder sehr minimal halten, damit man auch den Konsumenten schützen kann. Der Fokus auf Pestizide allein aber sei künstlich, sagen Toxikologen. Eigentlich müssten die Behörden den ganzen Chemikalienmix regulieren, dem wir ausgesetzt sind. Plastik, Schwermetalle, Flammschutzmittel, Kosmetika etc. Aber da steht auch die EU noch ganz am Anfang. La Suisse a voté. Bonjour à toutes et à tous. Initiative anti-pesticides de synthèse. C'est non à 61% au niveau suisse. C'est incroyable. Unglaublich. Wir stoßen hier an mit einem Aprikosen-Schnäpschen vom Mitarbeiter Andi. Prösli, Andi. Zum Wohl. Obers. Zum Wohl. Zum Wohl miteinander. Ihr Frauen. Haben Sie Angst, dass es künftig mehr Parkinson-Fälle geben wird? Ich habe keine Angst, ich bin wütend. Es ist Wut, dass es Leute gibt, die andere Leute wie mich in diese Situation bringen. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, dass man es nicht wusste. Früher wusste man vielleicht nicht um die Gefahr, aber jetzt kennt man sie. In der Verfassung steht, wir haben die Landwirtschaft, unsere Bevölkerung kann ernähren. Und da wäre nicht mehr sichergestellt gewesen mit den Initiativen, wenn sie angenommen worden wären. Wir hätten nicht mehr können. Wir haben jetzt schon bloß 60%, die wir ja eigentlich Selbstversorgungsgrad. Ja, um 40% kommen rein. Da müsste mal, da könnte wieder eine Krise geben, dass wir nichts mehr bekommen. Dann verhungern die Leute. Maria? Und ich? Das freut mich wirklich. Aber es ist auch ein Zeichen an die Schweizer Landwirtschaft. 40% der Leute wollen eine nachhaltige Landwirtschaft. So oder so, es wird nicht so weitergehen wie vor 20 Jahren. In jeder Branche kannst du nicht stehen bleiben. Und die Landwirtschaft bleibt auch nicht stehen. Aber man kann einfach nicht von 0 auf 100 einfach etwas ändern. Das geht nicht. Mit dem Druck der Politik kommen bestechend einfache Lösungen auf. Abdecken von Schächten, damit Pestizide beim Spritzen nicht in Gewässer gelangen. Und seit wann macht ihr das? Das ist jetzt das erste Jahr. Und als Alternative zu Pestiziden biologische Duftstoffe gegen Schädlinge. Das sind sogenannte Verwirrungsmethoden, damit das Männchen das Weibchen nicht findet und kein Begattung stattfindet. Also sind die total verwirrt und wir haben eigentlich keine Schäden. Im Zürcher Weinland erntet Michael Frauenfelder seinen Raps zum letzten Mal. Er pflanze keinen neuen mehr an. Das Pyrethroid, das er gespritzt hat, darf bald nicht mehr eingesetzt werden. Und je weniger Mittel, desto eher werden Schädlinge resistent. Ist gut. Das Erntejahr 2021 sehr schlecht wegen dem vielen Regen. Auch darum seien Pestizide nach wie vor nötig, sagt er. Als Bauer wird es all schwieriger, den Spagat zwischen ökologisch nachhaltig, Wirtschaftlichkeit und das, was der Konsument will. Oder? Das sind so viele Spagat und es ist so ein breites Spielfeld, wo wir momentan stehen. Und ja, ab und zu weisst du selber nicht als Bauer, wo du eigentlich hin sollst. Ab diesem Jahr fordert der Handel, Äpfel müssen nachhaltiger produziert werden. Bauern sollen resistente Sorten anbauen. Das heisst, Äpfel, die gegen Krankheiten resistent sind und weniger gespritzt werden müssen.
das ist die Sorte Topaz, die die bekannteste eigentlich in dieser, von dieser Art. Und die muss man jetzt weniger spritzen? Die spritzt man weniger. Wie viel? Ein Drittel weniger. Also das bringt wirklich etwas? Das bringt sicher etwas. Und ihr arbeitet ja für Lidl. Nimmt jetzt Lidl den Topaz? Nein, sie haben zum Teil nach, dass sie unter Umständen ein bisschen fettig werden, wenn sie ein paar Tage im Ladenregal liegen bleiben. Aber wie findet sie jetzt das? Also das ist für mich auch schleierhaft. Auf der einen Seite schreibt man nach Nachhaltigkeit, Öko. Und auf der anderen Seite fällt man so eine Sorte zum Sortiment aus. Er macht zu wenig Umsatz, irgend so etwas. Oder? Da sind die knallhart. Da kommt halt auch der Profit vor ökologischem Denken. Vielleicht. Resistente Sorten fordern, aber nicht verkaufen? Lidl schreibt, aus wettbewerbstechnischen Gründen wolle man nicht sagen, ob das Sortiment angepasst werde. Und die umstrittene Gentechnik? Nicht mal sie würde es schaffen, den beliebten Gala ganz ohne Pestizide zu züchten. Keine perfekte Lösung in Sicht. Und wir alle sind Teil des Pestizidpokers. Agrochemie, Behörden, Bauern, Handel und Konsument. Es ist an uns zu bestimmen, was uns wichtiger ist. Mehr Erntesicherheit oder mehr Schutz für die Umwelt, Tiere und uns Menschen.